Okay, und damit seid gegrüßt zu einem neuen Abenteuer, zu einem neuen Part Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX mit dem Zwergenfürst. Und weiter geht's. Die letzte Mission haben wir bestanden, im letzten Part. Jo, ein neuer Morgen, eine neue Mission hoffentlich und neue Sachen, die wir so erleben mit unserem Kompagnon Mordi. Das Ritterteam Bilateral. Was zum? Du hast in letzter Zeit oft seltsame Träume. Was sind das denn für Träume? Zweigi erzählt Mordev von seinen Träumen. Kommt vor. Das ist gar nicht selten. Verstehe. Zweigi, du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, nicht? Da könnte es doch sein, dass vielleicht haben die Träume etwas damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist. Ich muss dich da etwas fragen, Zweigi. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Gute Frage. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht. Wäre ich gern wieder ein Mensch? Naja, gut, wir haben gerade das Spiel erst begonnen, also das wäre schon. Naja, das wäre dann halt auch irgendwie ziemlich kurz, das Spiel, wenn wir jetzt sofort wieder Mensch werden würden. Und das Spiel jetzt zu Ende wäre. Also, naja. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Du kannst dich nicht entscheiden. Das glaube ich dir gern. Mit mir zusammen zu sein, ist ja auch bestimmt viel lustiger. Ja, Bescheidenheit ist eine größte Stärke. Ja, so kennt man ihn, den Mordi. So kennt man ihn. Bescheidenheit. Da fällt mir ein, wir hatten doch vor, heute zum Pokémon-Platz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder unterbringen können. Worauf warten wir noch? Nichts wie auf zur Knirrluft-Camp-Kiosk. Und danach einmal ganz heftig mal trainieren gehen in Kanyamas. Trainingscamp. Oh, wen haben wir denn hier? In Knirrluft. Willkommen im Knirrluft-Camp-Kiosk. Ach, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ah, verstehe. Ihr habt euer Ritterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich hier Ritterteams wie euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Ritterteams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein Auftrag ansteht. Ob im Wald oder im Wasser. Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Wahl der Qual. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für Pokémon geeignet sind, die ihr in euer Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch 3 Camps. Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Mein Glückwunsch. Ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochebenenwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, denen eins dieser 3 Camps zusagt. Wie man neue Pokémon anwirbt, wollt ihr von mir wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man in Dungeons kämpft. Sie fragen euch dann nach dem Kampf, ob sie euer Team beitreten dürfen. Das war's mit der Erklärung, denn probieren geht über studieren. Piep, piep. Piep, piep. Wo wir schon da sind, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren? Ich will ihr Wetterretterteam nämlich beitreten. Na gut, heute ist echt euer Glückstag. Tananana, Camps, hurra, wir haben etwas für Andela. Tada! Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun Zugang zum Kraftwerk. Bip, bip, hurra!
Das Kraftwerk ist jetzt jederzeit verfügbar. Bibi.a. Verzeihung, Bieb. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt. Bieb. Er wünscht sich nämlich nichts sehnlicher, als eurem Team beizutreten. Bieb. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Klar doch. Selbstverständlich. Schließlich waren wir es ja, die in unserem Team haben wollen. Dein Freund ist mehr als willkommen. Super, Bieb, Bieb, vielen Dank. Gib dein Bestes und sei deinem Team kein Klotz am Bein. Bieb, Bieb. Bieb, ich werde mein Bestes geben. Versprochen. Bieb, 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 hurra. Magnetino Level 7 ist deinem Team beigetreten. Möchtest du Magnetino einen Spitznamen geben? Na sicher doch. Für den habe ich doch gleich einen Namen parat, das mir seit der letzten Folge ziemlich doll überlegt. Das war ja im letzten Part schon klar, dass der irgendwann mal beitreten wird. Außerdem kenne ich das Spiel. Jetzt nicht so genau, dass ich noch Einzelheiten weiß, aber... Also, wenn ich was sehe, dann weiß ich schon, worauf das hinausläuft, so ungefähr. Also, das war schon vorauszusehen, dass das bald mal passiert. Ja. Ich habe schon einen Spitznamen für ihn. Genau den. Ist Takeru richtig? Ja, natürlich. Der Spitzname lautet nun Takeru. Beep. Ich werde mich dann mal im Kraftwerk aufladen gehen. Beep. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab. Bieb. Bis dann. Bieb. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Takeru auf einem Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die Teamaufstellung ändern. Nehmt dazu einfach den Weg nach unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeons aufbricht. Das wär dann alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif bei eurer Arbeit. Jo. Okay, jetzt gleich mit der Story weiter. Ich wollte ein bisschen Geld holen und dann noch mehr Dungeons kaufen. Nicht Dungeons, sondern ja, Unterschlüpfe für Pokémon. Huch! Was ist da los? Gibt's da etwa Streit? Oha. Bitte helft meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für Lau arbeiten wir nicht. Kapiert? Aber mein Freund braucht unbedingt euren Windstoß. Bitte. Hey, was ist denn hier los? Willst du laufen? Ja. Papunga bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seht ihr den da? Ja, ich sehe ihn und ich versuche ihn gleich zu fotografieren. Für das Thumbnail. Ich muss ja gute Bilder für das Thumbnail bekommen. Sorry. Den in der Mitte, mit der spitzen Nase. Der ist Tengulist. Er ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig. Da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Papunga kann einem leid tun. Bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment! Was wollt ihr denn hier? Verdammt. Hilfsbereitschaft ist nicht gerade eine Stärke, habe ich recht. Um Papungas Freund zu retten, braucht es einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Also stellt euch nicht so an und helft dem armen Pokémon hier. Na gut, wir kümmern uns drum. Wow! Tengulist hat es sofort eingewilligt, und zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer sind denn diese Typen? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Das berühmte Retterteam weit und breit. Das ist Nurak. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Ich will auch mein kräftiges Glurak werden. Das
Das ist mein großes Ziel. Und hier haben wir ein Desportal. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine großartige Kraft. Und das hier ist der Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft lieber mit seinen Psychokräften. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und er hat einen IQ von sage und schreibe 5000. Und er kann mit fünffacher Machtgeschwindigkeit ganze Berge versetzen. Das heißt, er habe sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt im Team die Anweisungen. Er ist der unbestrittene Anführer. Vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund. Was? Huch, was hat er denn? Was ist los? Ach nichts, alles in Ordnung. Lass uns gehen. Puh. Jetzt habe ich es echt mit der Angst bekommen. Cool. Wow, Zwergi. Sagte ich das euch schon, dass ich nicht lesen kann? Das ist ja Lesen und Reden. Ist nicht optimal für einen Let's Player. Wow, Zwergi, genau so sollten wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder finden und ein Retterteam allererster Klasse aufbauen. Oh, wer ist denn da? Nicht solange ich das verhindern kann. Gengar. Am nächsten Morgen. Das war ja ein kurzer Tag. War nicht viel los hier. Na, war schon viel los. Haben wir einige neue Charaktere hier kennengelernt. Guten Morgen, Zwergi. Geben die Leute wieder alles. Flap, flap. Da kommt der Pelepa. Klonk. Wieder jede Menge Post. Was wohl diesmal eine Post ist? Lass mich mal schauen. Pokémon Zeitung Extrablatt. Extrablatt, Extrablatt. Ja, ganz genau so. Ihr wolltet immer schon wissen, was es mit Regenbogengummis auf sich hat. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um das allseits beliebte Power-Konfekt. Diese Süßigkeit darf keinem Champ fehlen. Retterteams nah und fern loben diese süße Sünde in den höchsten Tönen. Ihr fragt euch warum? Nun ja, einerseits schmecken sie einfach himmlisch, andererseits kann man durch sie manchmal mysteriöse Kräfte erlangen. Mysteriöse Kräfte. Wow. Diese besonderen Kräfte werden Talente genannt. Es handelt sich bei Regenbogengummis also um eine ziemlich kostbare Nascherei. Und zur Feier eures ersten Camps hat es sich die Rettungsorganisation nicht nehmen lassen, euch ein ganz besonderes Geschenk zuzukommen zu lassen. Ihr haltet 3 Regenbogengummis von der Rettungsorganisation. Sie wurden an Kangama-Lager geschickt. Retterteams, die Regenbogengummis in ihrem Camp essen, gewinnen an Stärke. So kommen sie ihrem Traum einen Schritt näher, ein erstklassiges Team zu werden. Ende. Wow, was sagt man dazu? Und da wir 3 Stück bekommen haben, können wir sie mit Takiro im Camp teilen. Zu den Camps geht's dort lang. Weiß ich bereits, das wurde mir schon gesagt. Okay, nochmal kurz in den Briefkasten gucken. Dann gehen wir noch Aufträge. Ja, da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Gelesene Zeitungen. Der Briefkasten ist leer. Okay. Na dann, ich renne nochmal in die Stadt.
Und wir haben auch noch ein bisschen Geld mit dabei. Hier ein bisschen was abheben. Jo, abheben. Immer alles. Hier, bitteschön. Treuegeschenk, Top Ether. Oh, hier kriegt man so ein Treuegeschenk. Das ist ja die Bank meines Herzens. So, 2459 haben wir. Camp erschließen. Pokémon-Liste, Camp-Liste. Okay, ich gucke erstmal auf die Pokémon-Liste. Welches Pokémon? Glumanda, Taubsi, Metagnido, Ran, Macholo, Kleinstein. Ja, für Macholo erstmal eine Unterkunft und für Glumanda. Naja, erstmal nicht. Erstmal gucken wir vielleicht nach Leuten, die wir im Team mit dabei haben wollen. Panzer Heron. Die wir vielleicht irgendwann mit mal haben wollen. Oh ja, die haben wir noch nicht behindert. Medici Camp, das wäre vielleicht interessant. Das könnte ein stärkeres Teammitglied sein. Das könnte man gebrauchen. Medici, Disziplinberg. Okay, da muss man auf die Campliste gucken. Da steht auch, wer da rein kann. Disziplinberg. Macholo, Rabauz und Medici. Das klingt doch gut. Ist gekauft. Und dann pass mal auf. Tandela, Campos, Camps. Hurra, wir haben was für alle da. Tada! Glückwunsch zum Camp Disziplinberg. Pokémon, die sich dort so wohlfühlen, können nun dein Mitstreiter werden. Möchtest du weitere Camps kaufen? 2700, so viel haben wir gerade nicht mehr. Gewitterplateau, Tiefgrünberg, Kleinstein, Glumanda, Klippenberg. Oh ja, dann wird die, ja. Staudunia können wir noch. Ja, kaufen wir noch eins. Ich werde hier ziemlich viel Geld ausgeben bei ihr. Beim Knüppelhof. Ich würde jetzt mal sagen, dass es eine Sie ist. Also das Knüppelhof. Naja, ich bin mir nicht sicher, aber man kann sich nicht sicher sein, aber ich vermute es mal. Ich würde es jetzt mal so sagen. Dann pass mal auf, Tralala, Camps, hurra, wir haben was für alle da. Tada! Glückwunsch zum Klippenberg. Okay, nein, erstmal nicht. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Geld verpasst. Wir wollen auch noch ein bisschen was hier ausgeben. Mal schauen, was du so hast. Items kaufen. Ja, Äpfel sind nicht schlecht. Die kaufe ich. Noch ein Apfel. Ist grundsätzlich nicht verkehrt, welche mitzuhaben. So, ein K.O.-Orb. Verursacht ein K.O.-Treffer bei allen Gegnern im selben Raum. Okay. War nicht schlecht. Aber ja gut, jetzt erstmal nicht so. Sinnelehren sind hier wirklich Wundermittel. Ach, ja, lass ich jetzt erstmal bleiben. TMs müssen wir auch noch nicht kaufen. Ist jetzt noch nicht so dringend notwendig. Ich möchte einzahlen. Zwingi, lass uns auch bei den heutigen Aufträgen das Beste geben. Naja, heutige Aufträge. Ich werde jetzt hier erstmal mich ein bisschen umschauen noch. Ins Dojo wollte ich noch gehen. Haben wir jetzt eingezahlt? Ja, haben wir eingezahlt. Sehr gut. In der Bank meines Vertrauens. Aber unbedingt. Achso, hier, Dojo wollten wir noch gehen. Und dann vielleicht noch Zeit ist, wollte ich mir mal die Basis, die Camps anschauen. Intensivtraining absolvieren, Probetraining absolvieren. Ja, erstmal Probetraining. Attacken einsetzen, sprinten im Dungeon, Pokémon wegschieben, mit Mitstreitern Plätze tauschen. Blickrichtung ändern, Items einsetzen, die original Fortbewegung bewegen. Ach, sowas nur. Du musst also Training, Attacken einsetzen, absolvieren. Na dann, los geht's mit dem Probetraining. Attacken einsetzen. Ach, das ist jetzt hier sowas wie das Tutorial wahrscheinlich. Gut, dann weihe ich dich erstmal in das 1x1 des Attackenkunde ein. Zuallererst, während des Trainings beherrschst du andere Attacken als sonst. Aber kein Grund zur Panik. Es ist nur vorübergehend und dient dem Training. Dann versuch doch mal, eine Attacke gegen mich einzusetzen.
Komm dazu am besten zuerst einen Schritt auf mich zu und drücke dann A, um eine Attacke einzusetzen. Ja gut, Tutorial. Ja, das ist jetzt hier wirklich Standard-Tutorial. Kratzer. Klasse, genauso greifst du an, wenn du nun eine Attacke aus, die du einsetzen willst. Halte dazu ZL gedrückt und drücke anschließend A, B, X oder Y. Ja, das hat man schon. Also wende dich mir zu und wähle eine Attacke, mit der du mich angreifen willst. Ja, es ist jetzt hier wirklich basic. So, dann nehmen wir mal Höhler. Klasse. Genauso greifst du an. Setz auf diese Weise jetzt noch dreimal eine Attacke gegen mich an. Okay. Komm sofort. So, Kratzer. Noch zweimal. Einmal Höhler noch und dann nochmal Kratzer. Sehr gut. Glückwunsch. Du kannst jetzt Attacken einsetzen. Glückwunsch, du hast das Training erfolgreich abgeschlossen. Noch eine Kleinigkeit. Wenn du von einer Attacke Gebrauch machst, verlierst du AP. Hast du keine AP mehr, ist der Einsatz der Attacke nicht mehr möglich. Also Vorsicht. Und nochmal zum Mitschreiben. Attacken können auf zweierlei Art eingesetzt werden. Du kannst entweder A drücken oder ZL gedrückt halten und dann A, B, X oder Y wählen. Prägt das gut ein. Ja, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Das ist jetzt nur mal jetzt zum Zeigen. Das ist jetzt wirklich Basics. Das sind Sachen, ja, Learning by Doing. Das tun wir schon irgendwie. Vier Äpfel erhalten. Ja. Ach, das könnte ich, ja, ich werde es vielleicht offscreen mal durchmachen, damit wir es abgehakt haben. Für 100% und so weiter. Probetraining absolvieren. Intensivtraining würde ich jetzt mal probieren. Intensivtickets. Ja, Intensivticket S. Extrem viele EP. Besonders viele EP, viele EP. Okay. Okay, Intensivticket S. Habe ich keins? Es liegt vorbei kein Lama noch rum. Okay, alles klar. Kendama, du hast meine Items. Lass mal kurz gucken, was du hier für mich hast. Abholen. Regenbogengummis. Die können wir nicht nehmen, oder was? Interessant. Perfekter Apfel, den können wir mal mitnehmen. Wir haben doch Tickets bekommen, oder? Das ist... Ah, die Erklärung, ja, muss jetzt nicht sein. Haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Jetzt muss ich aber kurz mal in die Items gucken. Ja, sieht gut aus. Könnte auch mal wieder ein bisschen was lagern. Tja, wo sind denn die Tickets, die ich bekommen habe? Wir haben noch Tickets für ein Training, oder? Irre ich mich da? Lass uns bei Takiro vorbeischauen. Takiro sollte sich im Camp Kraftwerk aufhalten. Retterteam Camps. Auch mal interessant. Wildebene, Himmelblauebene, Kraftwerk, Disziplinen, Berg, Klippenberg, Hochebene, Wald. Das haben wir bisher. Und im Kraftwerk ist der eine. Die anderen sind noch leer. Zwingemordev und Takiro sind zu Besuch. Zwingemordev sind zu Besuch. Wundervoller Screen. Das ist also gar nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall neu. Das ist so richtig im so 8- oder 16-Bit-Style. Ich glaube eher 8-Bit-Style. Also das sieht wirklich cool aus, das muss man loben. Dieser Screen. Was? Gummis essen. Ach so, wir können da jetzt gar auch da. Nein, das finde ich jetzt gar nicht gut. In Pokémon Mystery Dungeon Team Blau und Team Rot konnte man da rumlaufen in den im Kraftwerk und in den ganzen Ebenen. Das kann man jetzt hier nicht mehr. Man kann nur die auswählen, die dort sind. Ach was, das ist doch nicht. Nee, das ist. Die Animation habt ihr jetzt im Remake euch erspart. Ach Mensch, das war doch fast das Beste hier. Ach Mensch. Das finde ich aber jetzt wirklich schade. Das können wir den jetzt irgendwie.
Gummis essen. Ach, jetzt hier können wir die Gummis essen. Zwergi Gummi essen. Regenbogengummi. Ein Mampf. Oh, Zwergi ist einiges stärker geworden. Okay. Harmonie. Zwergi hat das Talent Harmonie erlangt. Glaube ich nicht. So. Für dich. Plus 1. Okay. Dann Takiro noch. Takiro soll noch eins kriegen. Gummi essen. Sehr gut. Spitznamen ändern, verstärken. Okay. Ich würde ihn gerne mit ins Team nehmen. Filtern. Wie gehe ich das denn jetzt? Illustration ansehen. Aha. Wie nehme ich dich denn jetzt mit ins Team? Favorit? Okay, jetzt ist er mit dem Team oder was? Himmelblau-Ebene. In dem Camp befinden sich gerade keine Mitstreiter. Ach, das ist wirklich schade. Ich meine, das sieht hübsch aus, aber ich habe die Grafik gelobt. Das ist jetzt wirklich schade, dass die dann nur die Bilder eingeblendet haben. In Pokémon Mystery Dungeon Teil 1, also in den alten Spielen, konnte man da wirklich durchlatschen. Ja, ich weiß, das hatte nicht die Qualität, das hätte man auf keinen Fall übernehmen können, aber kommt schon, Leute, das ist, ihr habt alles andere hier animiert, aber das ist das hier, das habt ihr weggelassen. Das ist wirklich schade. Das war wirklich schön dadurch. Das hatte auch so eine Weite. Also man konnte, das war phänomenal, wie man da durchlaufen konnte durch die ganzen Ebenen, durch die Freundesebenen. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Also es ist sehr, sehr schade. Höhle, seltsame Höhle, Illusionshöhle. Ja, wir haben hier Missionen zu erledigen. Team aufstellen. Okay, wir müssen aber zurück. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen die Missionen annehmen. So, Missionen angenommene Aufträge. So, Donnerhallhöhle. U2, U3, U4, da können wir noch alle aktivieren. Können wir alle auf einmal aktivieren. Machen wir alles. So. Ruf zu neuen Abenteuern. Auf geht's in die Donnerhallhöhle. Team aufstellen. Mit dieser Funktion kannst du wählen, welche Pokémon mit dir auf Abenteuer gehen. Stelle dir für dieses Abenteuer zuerst ein Team mit 3 Pokémon zusammen. Suche dir dafür zunächst ein Team mit der Nummer 1 aus. Okay. Ach so, Teamzusammenstellung. Okay. Ich würde aber Magnetilo gerne mitnehmen. Wähle die Option Team aufstellen und füge ein drittes Mitglied hinzu. Okay. Wähle mit L den freien Platz aus und drücke zum Bestätigen. Okay, Takiro. Sehr gut. Super, jetzt hat dein Team 3 Mitglieder. Drücke B, um ins Aufbruchmenü zurückzukehren. Und aufbrechen. Ja, Items und Geld verwalten. Von hier aus kannst du Items und ins Kangama-Lager geben. Okay, Geld verwalten, haben wir keins. Items verwalten, Items lagern. Können wir auch noch welche nehmen, wenn es... Beere wurde eingelagert. Gab es da nicht die Funktion, mehrere gleichzeitig zu wählen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja gut, das dürfte jetzt bei den wenigen Items noch irgendwie so gehen. Ja, sehr gut. Na dann,
Können wir aufbrechen oder was? Aufbrechen in das nächste Abenteuer. Let's go!